Es ist die größte Hafenfete der Welt. Der Hamburger Hafengeburtstag lockt jedes Jahr im Frühsommer gut 1,5 Millionen Besucher und Schiffe aus aller Herren Länder. Mittendrin im Spektakel eine Hamburger Legende, das Museumsschiff Kap San Diego. Das ist ja das Schöne an dem Museumsschiff überhaupt, dass es nicht nur ein Museumsschiff zum Besichtigen ist, sondern dass wir mit diesem Schiff auch fahren können. Große Bühne für ein großes Schiff und für die wohl einzige U-Bahn mit Hafenambiente. Die U-Bahn-Linie 3 fährt direkt an den Landungsbrücken entlang. Die schönste rollende Aussichtsplattform der Stadt. Es ist immer was zu gucken und auch nach 23 Jahren immer noch was Neues. Weil Hamburg wächst ja. Und doch, ist schön. Hamburg und sein Hafen hautnah. Kontrolleure, Kapitäne, Kiezkönige. Mit der U-Bahn durchs Hamburger Leben. Jetzt in der ZDF-Reportage. Gerade erst ist die Hamburger Hochbahn 100 Jahre alt geworden. Die Ringlinie war eine der ersten Strecken in Deutschland. Für rund 2 Kilometer führt die U-Bahn der Linie 3 direkt am Hafen entlang. Peter Hochenegger ist U-Bahn-Fahrer seit 20 Jahren. Ja, hier ist der 76934, bitte kommen. Das kann ich so nicht sagen, aber alle 45 Minuten kommt Peter Hochenegger am Hafen vorbei. Da ist man schon stolz, weil es ist ein schöner Zug. Hamburg ist eine schöne Stadt. Und gerade der Hafen ist ja das schönste Stück überhaupt bei der Hochbahn. Und da freut man sich immer drauf. Baumwall, die erste Station direkt an der Elbe. Von hier an rollen die Züge auf einem der ältesten U-Bahn-Viadukte der Welt an den Landungsbrücken entlang. Landungsbrücken heißt dann auch die nächste Haltestelle. Auf dem Weg dorthin hat Peter Hochenegger stets die großen Pötte vor Augen. Fernweh einmal pro Stunde. Muss gar nicht exotisch sein. Ich glaube, so eine Norwegen-Tour oder einfach mal so ein Traumschiff oder so ein großes Schiff einfach mal mitzufahren, mal diesen Flair, wäre schon, glaube ich, nicht schlecht. Muss gar nicht so weit weg sein. Hauptsache einfach mal, ja, vielleicht mal sowas erleben. Auch U-Bahn-Fahrer haben Träume. Peter Hochenegger müsste einfach nur aussteigen. Zwischen Baumwall und Landungsbrücken liegt die Kap San Diego. In den 60er Jahren das modernste Frachtschiff überhaupt, heute ein Museumsdampfer. Aber sehr lebendig, dank Männern wie Uwe Grau. Der Kapitän AD ist einer von 45 ehrenamtlichen Seeleuten, die ihren Ruhestand dem Schiff widmen. Die erste Tour der alten Lady nach einem langen Winterschlaf. Uwe Grau kappt die Nabelschnur zum Anleger. Wenn wir mal über die Kante gucken, der Seemann sagt, über die Kante gucken, nicht über die Reling. Das Dockschloss ist geöffnet, der Riegel ist nach vorne aufgegangen. Und so gehen wir jetzt mit den Schleppern raus aus unserem Liegeplatz. Der Hamburger Michel sagt Tschüss zur Kap San Diego. Für einen Tag verlässt der Museumsdampfer mit 600 Passagieren an Bord seinen angestammten Platz an der Überseebrücke. Für Uwe Grau einer der schönsten Momente des Jahres. Das ist ja das Schöne an dem Museumsschiff überhaupt, dass es nicht nur ein Museumsschiff zum Besichtigen ist, sondern dass wir mit diesem Schiff auch fahren können. I can hear her heartbeat. Kurs Nordsee, die Elbe stromabwärts. Die Kap San Diego war zu ihrer Zeit ein Wunderschiff, der erste von einem Designer entwickelte Frachter. Vor 60 Jahren fuhren die Schiffe der Kap-Reihe zwischen Hamburg und Südamerika, sogar mit Kreuzfahrtpassagieren. Uwe Grau war damals Decksjunge an Bord. Von den reichen Pfeffersäcken bekam er kaum etwas mit. Würde jetzt ein bisschen schwierig. Wir haben also richtig eine Bar, die auch damals existierte, für die Passagiere, sodass die also ihre Abende hier verbringen konnten mit eigenen Stewards, mit einem Obersteward, mit verschiedenen anderen Stewards noch. Und die konnten dann hier ihre Abende genießen. Das war der sogenannte Salon hier mit einer kleinen Bibliothek. Wir hatten junge und alte Leute, die jungen waren 70. So. Der Kap San Diego drohte der Schrottplatz. Doch dann kamen Uwe Grau und seine 44 Mitstreiter, die einen Großteil ihrer Freizeit dem Schiff widmen.
Ja, stolz in dem Sinne, dass wir dabei sein dürfen mit diesem alten Schiff, was ja letztendlich schon über 50 Jahre alt ist. Und insofern stolz darauf, dass wir immer noch dazu beitragen, mit unserer ehrenamtlichen Gruppe dieses Schiff instand zu halten und das jedes Mal mitmachen zu können. Hier sind wir am Steuerstand, hier unten wird die Maschine, wenn sie gestartet werden soll, mittels des Handrades und Pressluft gestartet, hier wird sie gestoppt. Und derjenige, der das macht, bekommt noch über einen originalen Maschinentelegrafen die Signale oben von der Brücke. Also so, wie es auch wirklich... Jetzt kommt gerade ein Signal. Vom Kapitän bis zum Maschinisten. Alle hier sind lange zur See gefahren. Gesammelte Lebenserfahrung, die die Cap San Diego heute am Leben hält. Also die kriegen ja gar nicht mit, was oben passiert. Ja, warum auch? Ich weiß ja, wie es oben aussieht. Und die oben sehen nicht, was wir hier unten machen. Rund um die Cap San Diego sammeln sich nach und nach Großsegler, Kreuzfahrer und andere historische Schiffe. Die Einlaufparade zum Hafengeburtstag formiert sich. Die Cap San Diego ist als stolzer Schwan der 60er mittendrin. Oben an Deck haben 600 Gäste das Gefühl, bei einer Zeitreise dabei zu sein. Unter Deck ist auf dem Museumsschiff der Luxus vergangener Zeiten erhalten geblieben. Für jedermann buchbar. Übernachten in Passagierkabinen, restauriert im Stile der 60er Jahre. Für gewöhnlich liegt die Cap San Diego im Hafen. Die Fahrt heute ist in jeder Hinsicht eine Besonderheit. Großer Bahnhof daher auch an der Schiffsbegrüßungsanlage vor den Toren Hamburgs. Hier bekommt jeder Pott seine Nationalhymne gespielt. Die deutsche hört man nur noch selten. Die meisten Reedereien haben längst ausgeflaggt. Während die Cap San Diego auf große Elbfahrt geht, ist U-Bahn-Fahrer Hochenegger zum dritten Mal am Hafen. Die Hamburger Ringlinie führt ihn immer wieder vom Rathaus zum Rödingsmarkt und zu den großen Schiffen. Der Michel ist sein ständiger Begleiter. Was ist das Schöne am U-Bahn-Fahren? Dass man eigentlich im Prinzip alleine seine Arbeit macht. Man hat keinen Vorgesetzten, der neben einem sitzt. Ja, man ist eigentlich eigenverantwortlich. Eine große Verantwortung. Bis zu 1000 Fahrgäste hat Hochenegger mitunter hinten drin. Da kann auch die modernste U-Bahn mal an ihre Kapazitätsgrenzen stoßen. Vor allem bei Großveranstaltungen wie dem Hafengeburtstag sind daher die Sicherheitsleute von der Hochbahnwache mit im Zug. Nicole und Thomas gehören seit 4 Jahren zum U-Bahn-eigenen Sicherheitsdienst. Ihre Nachnamen bleiben aus Sicherheitsgründen ungenannt. Die beiden müssen auch mal ordentlich durchgreifen. Damit schafft man sich nicht nur Freunde. Manchmal ist es noch voller. Wir haben 2 Eingänge. Bitte einmal durchgehen, da kommen Sie auch nach oben. Auch die Hafenfähren gehören zur Hochbahn. Hier, 62. Ja, zu Finkenwerder. An schönen Tagen und zum Hafengeburtstag sind die Schiffe proppevoll. Fahrkartenauskunft und wohin die Fähre fährt, wie lange sie fährt. Ja, also Fahrpreise. Und man muss auch viel Englisch sprechen dann. Eine Fahrt mit den in Hamburg liebevoll Bügeleisen genannten Schiffen ist die günstigste Hafenrundfahrt. Hier gelten die gleichen Tickets wie in der U-Bahn. Im April 2012 hatten 9 Kurden eine der Fähren gekapert. Seitdem sind Nicole, Thomas und ihre Kollegen häufiger an Bord. Zeit für den schönen Ausblick bleibt trotzdem. Ja, doch. Man genießt es doch bei dem Wetter. Rückfahrt zu den Landungsbrücken. Auf Brücke 2 haben Passanten einen Mann liegen sehen. Nicole und Thomas kennen ihn. Ein Dauergast, der sonst in den U-Bahnhöfen schläft. Alles in Ordnung? Ja? Alles klar, ruhen Sie sich nur aus, ja? Gut, dann ist gut. Ist eigentlich auch ein ganz netter. Ja, man muss halt immer mal gucken, ob denen das gut geht. Weil wenn sie dann doch so liegen, man weiß ja nicht, ob sie einfach umgefallen sind oder irgendwas passiert ist. Also ist besser, wenn man nachfragt, ob alles in Ordnung ist. Auf den Landungsbrücken hat die Hochbahn kein Hausrecht. Im Bahnhof hätte sie den Mann nach draußen bitten müssen. Hier gilt, wer nicht den nächsten Zug nimmt, muss gehen. Nachts werden die Haltestellen geschlossen. Für Neuhamburgerin Nicole war das weitverzweigte U- und S-Bahn-System vor 4 Jahren noch ein undurchdringlicher Liniendschungel. Wenn man vom Land kommt, dann in die Stadt, war doch schon ein bisschen ungewohnt. Gerade so der viele Verkehr, die U-Bahn selber, war für mich echt ein rotes Tuch. Aber mit der Zeit hat man sich daran gewöhnt, weil jetzt wohne ich ja auch in Hamburg und daher, ja.
bin ein Hamburger Dirn. Hallo. Hallo. Alles gut bei dir? Alles gut? Eingeschlafen? No speak here. Ah, you sleep here? Ticket, please? No? Okay, please, come out. Ein schlafender Tourist fährt schwarz. Der Mann kommt aus Albanien und versteht... Where you come from? Albanien? Nur sehr schlecht Englisch. We have money? 40 Euros? Kein Ticket. Das macht 40 Euro, eigentlich. And buy a ticket? A day card, yes? Der Mann ist vorher noch nie aufgefallen. Vielleicht also wirklich ein ahnungsloser Schwarzfahrer? Er konnte glaubhaft versichern, dass er halt ein Tourist ist. Ich habe oben noch mal nachgefragt, ob er bei uns bekannt ist. Und es waren keine Daten bekannt. Er ist einfach eingeschlafen, hat vielleicht ein bisschen über den Durst getrunken. Und ist damit nicht alleine. Je später der Abend, desto betrunkener manche Bahngäste. Vor allem hier, direkt unterm Kiez. Ja, St. Pauli ist schon immer was Besonderes, gerade am Wochenende und in den Abendstunden halt, ne? Da kann es manchmal voll werden und da ist schon manchmal was los. Und die Leute auch gerne mal ein bisschen heiter. Ja, auf jeden Fall. Rauchen und Alkohol trinken ist hier unten generell verboten. Das gilt auch für die in Hamburg legendäre Buddel Bier. Ja, natürlich. Was ist das wieder? Alkohol? Fahrkarte dabei? Auch nicht? Einer ihrer Dauergäste. Wie oft sie den Mann schon ohne Ticket und mit Bier erwischt haben, Nicole und Thomas haben aufgehört zu zählen. Er saß jetzt im Gefängnis nicht wegen Schwarzfahren, Alkohol oder Rauchen, sondern wegen Hausfriedensbruch. Er kriegt jetzt von uns jetzt auch noch eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch, weil er halt die Bahn nicht genutzt hat und nur verweilt hat über einen längeren Zeitraum. Den Zahlungsbefehl wirft der Mann gleich in den Mülleimer und morgen ist er wieder hier. Also frustrierend ist das nicht. Man nimmt das so hin, das ist unser Job halt. Immer ruhig bleiben. Das trichtert man den Sicherheitsleuten in der Ausbildung ein. Einmal die Fahrkarte und den Ausweis bitte. Diese Dame allerdings stellt Nicoles Geduld auf eine harte Probe. Einmal die Fahrkarte und den Ausweis bitte. Immer häufiger sind es betrunkene junge Frauen, die ganz locker wirken, aber dann ausfallend werden. Bier trinken ist hier verboten und rauchen auch. Aber ich bezahle immer alles. Das Bier bitte nicht weiter trinken. Sie nimmt einen Schluck. Das können Sie gleich draußen machen. Das können Sie draußen machen. Die Frau trinkt trotzdem weiter. Ja, und kostet so 40 Euro jetzt. 40 Euro fürs Schwarzfahren, das ersetzt allerdings nicht die Fahrkarte. Wenn Sie nicht ruhig bleiben, dann fahren Sie gar nicht mehr mit der Bahn, alles klar? Ein Ticket muss sie auch noch kaufen, dann ist wieder Ruhe auf dem Bahnsteig. Auf dem Weg nach oben entdecken Nicole und Thomas plötzlich ein angeschlossenes Fahrrad. Das aber geht in der Enge des Bahnsteigs nun wirklich nicht. Jetzt müssen die beiden Kontrolleure mühsam das Rad entfernen. Nicole, Thomas und das Fahrrad steigen am Jungfernstieg aus, direkt an der Außenalster. Drei Haltestellen weiter steigt jetzt an der Elbe die größte Hafenparty der Welt. Millionen Besucher in 4 Tagen. Schiffe aus allen Winkeln der Welt. Kreuzfahrer, Großsegler, Museumsdampfer. Der Hamburger Hafengeburtstag ist Volksfest und maritimes Spektakel in Alleine bei der traditionsreichen Einlaufparade sind 7 der größten noch aktiven Windjammer dabei. Ein Fest fürs Auge. Aber auch ein organisatorischer Kraftakt. Denn die großen Segler können bei niedrigen Geschwindigkeiten kaum manövrieren. Das gilt auch für die behäbige Cap San Diego. Kapitän AD Uwe Grau und seine ehrenamtlichen Kollegen müssen daher jetzt am Schlepper andocken. Erst eine dünne Leine, dann kommt die dicke Schlepperleine, der dicke Schlepperdraht, weil man den ja mit der Hand direkt gar nicht hochkriegen würde. Kann gefährlich werden, weil zu jeder Zeit irgendeine dieser Leinen brechen kann. Man sagt nicht reißen, sondern brechen in der Seemannssprache. Jetzt die Schlepperleine rübergehängt, es wird eine Meldung zur Brücke gemacht, Schlepper ist fest und dann klar zu manövrieren. Ne? Eine Stunde noch bis zu den Landungsbrücken. Mehr als 100 Schiffe vorn und Achtern. So viel Verkehr herrscht auf der Elbe nur einmal im Jahr. Einmal Teilfahren, rechts Achter raus. Die
Blankenese. Uwe Grau genießt das Spektakel. Nur wie oft noch? Mit seinen 68 Jahren ist der pensionierte Kapitän einer der jüngsten Seeleute an Bord. Unschwer zu sehen, wie alt wir alle sind von dieser Freiwilligengruppe. Und es ist schwierig, also dort Nachwuchs zu bekommen. Ne? Junge Menschen stehen im Berufsleben oder kommen auch gar nicht aus der Seefahrt, haben nicht diesen Bezug zur Seefahrt, zu diesem Schiff. Und unsere Generation stirbt aus. Insofern ist es ein Riesenproblem, jetzt Nachfolgeleute zu bekommen. Die Kap San Diego darf schon heute nur noch fahren, weil die Schifffahrtsschule Cuxhaven einige ihrer Kadetten abstellt. Denn keiner der älteren Herren der ehrenamtlichen Besatzung besitzt ein aktives Offizierspatent. Nicht auszudenken, wenn Hamburgs weißer Schwan nicht mehr fahren dürfte. Die Kap San Diego ist einer der Stars beim Hafengeburtstag. Das Wendemanöver auf der Elbe, einer der Höhepunkte der Einlaufparade. Für Uwe Grau und seine Kollegen beginnt jetzt der heikelste Punkt der gesamten Fahrt. Das Anlegemanöver direkt an der Überseebrücke. Ja, wir haben jetzt Achterkante Brückendeck, 3 Meter. Okay. Okay, für dich ist gut. Okay, alles klar. An genau diesem Nadelöhr hatten sie schon einmal extremes Pech mit dem Wetter. Da war es so, dass wir während des Einlaufens ungefähr in dieser jetzigen Situation aus Südwesten fürchterlich schlechtes Wetter bekamen. Innerhalb von 3-4 Minuten kam eine riesen schwarze Wand, 10 bis 11 Windstärken, innerhalb von kürzester Zeit. Wir waren gerade während des Anlegemanövers im Becken schon drin und hat uns der Wind mitsamt den Schleppern auf die andere Seite, auf die Straßenseite gedrückt dort. War also eine heikle Situation. Heikel wie der Rest des Anlegemanövers. Vor allen Dingen, ne? Nicht, dass er sich da vorher schon aufhängt. So, habt ihr ihn? Wirklich nicht ins Schwingen kommt. So, und der jetzt, die Leine hat er vorne, du bleibst bitte mit der Leine auf Standby da, ne? Und der nächste kommt nachher mit dem Haken, wenn wir drin sind. Alles wird gut. Wie viel? Knapp einen halben Meter, so aber rein, so würde er gut kommen. Darüber. Oh, wir müssen ganz rein erstmal. Jeder bleibt weg da. Ganz klein hieven. Im Hamburger Hafen gibt es Ebbe und Flut. Die Kap San Diego wird deshalb mit den roten Klammern an Stahlpollern angedockt. So kann das Schiff mit dem Wasser rauf und runter treiben und bleibt doch immer an derselben Stelle. Dockschloss vorne geschlossen. Nee, danke. Eine Konstruktion, die es so kein zweites Mal gibt. Und natürlich ein Fall für Seeleute mit sehr viel Erfahrung. Ja, der eine muss es ja am anstrengendsten sein. Einer bleibt übrig bei der ganzen Geschichte. Er drängelt sich immer nach. Das ja. Ist hätte längst einen anderen machen können. Die alte Lady hat mal wieder alle glücklich gemacht. Der Tag auf der Kap San Diego endet mit den Klängen, die Uwe Grau vor mehr als 50 Jahren auf die See gerufen haben. Der Kapitän AD hat von allen ehrenamtlichen Helfern die weiteste Heimreise in den Nordosten von Schleswig-Holstein. Gut, dass die U3 direkt neben der Überseebrücke hält. Zum Hafengeburtstag sind die Züge so voll, dass die Hochbahnwache an jeder Tür zur Sicherheit Leute stehen hat. In Sichtweite der U-Bahn-Station macht sich eine ganz andere Sicherheitstruppe auslaufbereit. Die legendäre Schwarze Gang vom Zoll. Axel Voss und seine Kollegen sind Spezialisten zur Bekämpfung von Drogen, Zigaretten und Alkoholschmuggel. Rund um die Uhr sind die Beamten im Hafen unterwegs. Schiffsobersekretär Voss steuert das Zollboot Övel Gönne durch ein schier unendliches Labyrinth aus Becken und Verbindungskanälen. Heißt, dass wir in alle Hafenbecken fahren in Hamburg.
also Hafenbecken, aber auch auf Yachthäfen fahren. Dort darauf achten, halt, ob Schiffe anlegen, an großen Containerschiffen, wo es vorkommen kann, dass dort Taschen übergeben werden, wo Drogen drin sein oder Zigaretten auch drin sein können. Mit unversteuerten Zigaretten lässt sich in Deutschland viel Geld verdienen. Die Schmuggler werden daher immer dreister. Kontrolle auf der Ilka, einem Massengutfrachter unter deutscher Flagge. Kein typischer Bananenfrachter aus Südamerika, aber im Hamburger Hafen müssen alle Schiffe mit dem Besuch der schwarzen Gang rechnen. Jolanda Müller ist Spezialistin für die besonders unübersichtlichen Bereiche im Schiff. Da gibt es hier im Maschinenraum so viele kleine Ecken, Hohlräume. Also eigentlich nur alles, was zugänglich erscheint. Und wenn was offensichtlich irgendwie verschraubt worden ist, wo die Schrauben offen sind oder so, dann kann man da nochmal nachschrauben. Axel Voss ist oben in den Mannschaftsquartieren. Eine Stange Zigaretten dürfte er hier finden, mehr nicht. Die Besatzungsmitglieder halten Abstand. Das ist schon eine Nervosität, so schon von der Besatzung, wenn man an Bord geht, sag ich mal. Und dann merkt man schon, dass sie dann auch so ein bisschen aufgeregt hin und her laufen oder halt Schweißausbrüche haben. Auch in der Kombüse sind sie schon fündig geworden. Betäubungsmittel, also Drogen halt dann viel und halt dann auch Zigaretten, Alkohol. Aber wie gesagt, hauptsächlich Betäubungsmittel, sag ich mal. Kokain, also päckchenweise Kokain. In Taschen verpackt, also meistens in Taschen verpackt. Jolanda Müller macht dem Namen ihrer Einheit alle Ehre. Schwarze Gang werden die Zöllner genannt. Schwarz, weil die ursprünglich grünen Anzüge beim Durchsuchen auch der dreckigsten Winkel im Schiff todsicher schwarz werden. Am besten aufteilen und dann systematisch von einer Seite zur nächsten. Mal das gefunden in solchen Bereichen? Ich noch nicht, nee. Leider nicht. Dabei haben Jolanda Müller, Axel Voss und alle anderen Hamburger Zöllner im vergangenen Jahr einen Steuerschaden von 32 Millionen Euro verhindert. Die akribische Suche lohnt also. Man sagt so, dass bis zu 100.000 Verstecken auf dem Schiff sind. Und das ist dann schon viel zu kontrollieren und viel zu durchsuchen, sagt man. Heute finden sie nichts. Kapitän Frank Fischer kennt das längst. Natürlich kommt was vor. Oft. England oft. Aber richtig, schwarze Gang. Haben wir öfters mal. Alles klar. Vielen Dank. Tschüss. Die Ilka mit Heimathafen Husum ist ein ordentliches Schiff. Axel Voss legt ab. Das Zollschiff Övel Gönne macht langsame Fahrt zurück durch den Hafen. Kurs Überseebrücke. Die Zollstation der Schwarzen Gang liegt direkt neben der Kap San Diego. Von hier sind es auch für Axel Voss und seine Kollegen nur ein paar Schritte rüber zur U3. Die fährt direkt hinter den Landungsbrücken rein in den Tunnel und ins Hamburger Nachtleben. Die nächste Haltestelle ist St. Pauli. Wer hier aussteigt, hat noch viel vor sich. Die Reeperbahn lockt. Gleich auf der anderen Straßenseite. Die wohl bekannteste Straße der Hansestadt hat schon so einige Kiezkönige hervorgebracht. Einer, der schon bessere Tage gesehen hat, ist Henry Hübner, besser bekannt als Inkasso Henry. So, Herrschaften, herzlich willkommen zu meiner Kiezführung mit Inkasso Henry, das alte Urgestein, die Kiezlegende. Seid ihr bereit, mit mir auf Tour zu gehen? Ja! Früher machte Inkasso Henry seinem Namen alle Ehre. Wer in seinen Etablissements nicht zahlen konnte oder wollte, der bekam Besuch von Henry. Seine handfesten Argumente brachten ihm allerdings nicht nur Glück. Die Davidswache, die ist erbaut worden 1914. Die Davidswache steht auch unter Denkmalschutz, so wie die anderen drei hier. Früher bin ich da eingetütet worden, vor 45 Jahren habe ich meine Stammzelle gehabt. Und ja, da ist noch mein Name eingeritzt in der Wand. Aber da habe ich nichts mehr mit zu tun. Ich habe früher mit Inkasso eintreiben, habe ich mein Geld verdient und habe so 99,9% immer das Geld bekommen. Heute verdient er sein Geld mit Kiezführungen. 3 Stunden Reeperbahn mit Henry für 40 Euro pro Person. So, Herrschaft, wir haben früher hier auf der Reeperbahn keine Sexshop-Läden gehabt, vor 40, 45 Jahren. Da gab es hier nur die Kondomerie. Und die Kondome werden hier selbst gefertigt. Wir haben für jeden ein Kondom im Parat.
Für kleine Schwänze und große Schwänze. So. Und die Italiener und die Asiaten haben immer die kleinen hier, die kleinen Schwänze. Die kriegen den Fußball hier. Kommt mal ein bisschen näher ran hier. So, das ist der Chef hier. Wir kennen uns schon über 40 Jahre. Aus den Zeiten, in denen Henry noch selber als Zuhälter aktiv war. Damals, als die Reeperbahn noch unter wenigen Familien aufgeteilt war. Eine geile, tolle Sache, Zeit damals, also und, wir haben richtig viel Spaß gehabt. Geiles Auto hast du gefahren und so. Ja, genau. Den Cabrio. Von dieser Zeit ist nicht viel geblieben. Der eine verkauft Kondome, der andere führt Touristen rum. Es ist noch mein Kids, aber es hat sich sehr viel verändert hier. Reisen und alles. Ja, alles, ja, das gab es alles früher nicht. Wir haben früher viel Kabarets gehabt, wir haben, es war alles in deutscher Hand und so. Und alles schöner. Und alles, wir waren alles so eine Familie. Doch selbst das Touristenherumführgewerbe ist hart umkämpft. Auch Lilo Wanders, Olivia Jones und die Hamburger Nachtwächter erklären im 2- und 3-Stunden-Takt ihre Sicht der Geschichte. Für Inkasso Henry echt harte Konkurrenz. Wie früher lässt sich das jedenfalls nicht mehr regeln. Fäuste sind out auf der Reeperbahn. So, hier, Herrschaft, hier ist die Ritze. Ihr könnt heute Abend mal reingehen hier in der Ritze hier. Auf der Reeperbahn haben ohnehin längst andere das Sagen. Die Fäden laufen meist in Osteuropa zusammen. Für Henry ein Tabuthema. Da kann ich jetzt nichts zu sagen. Da darf ich auch nichts zu sagen und möchte ich auch nichts zu sagen. Aber ich sag, es hat sich viel verändert hier. Und wir gehen mit der Zukunft voran. Und wenn ich das rückgängig machen könnte, mit Anführungsstrichen, dann werde ich das machen, wie früher. Aber leider geht das nicht mehr. Bring the action. So, dann kommen mal alle dicht daran hier. So, jetzt sind wir hier auf dem berühmten Hans-Albers-Platz, Herrschaften. Und die älteste Kneipe ist die Hans-Albers-Klause da. Hans Albers, Herrschaften, war kein Kapitän. Hans Albers ist nie über den großen Teich gefahren. Hans Albers hat auch keine Kinder gehabt. Tschüss, mein Junge. Manchmal schweigt er, manchmal übertreibt er. Das ist die berühmte Esso-Tankstelle. Und die jetzt auch abgerissen wird demnächst. Wer so viel erlebt hat auf der Reeperbahn, der darf auch mal ein bisschen flunkern. Natürlich kannte er auch die Beatles lange, bevor sie berühmt wurden. Nach dem Hippodrom war hier das Top Ten. Und in den Top Ten sind die Beatles berühmt geworden. Und hier haben sie den Durchbruch geschafft. Nicht im Schlagclub, im Top Ten hier haben sie den Durchbruch geschafft. In der großen Freiheit endet der Rundgang. Komm mal hier durch, alle hier durch. Zum Inkasso-Henry-Rundgang gehört zwangsläufig sein Spezialgedeck. Bier, Cognac und Autogrammkarte. Garniert mit einer Gesangsanlage, für die sich der harte Henry zu seinen Glanzzeiten kräftig geschämt hätte. Hamburg sagt man Tschüss, das heißt auf Wiedersehen. In Hamburg sagt man Tschüss, beim Auseinandergehen. So ändern sich die Zeiten auf der Reeperbahn. Nur der Hafen bleibt, was er immer war. Das eigentliche Herz der Stadt. Und jedes Jahr zum Hafengeburtstag kommt die ganze Welt vorbei. Zum Gratulieren. Die ZDF-Reportage wieder nächsten Sonntag um 18 Uhr. Besuchen Sie uns auch im Internet unter reportage.zdf.de.